Hallo meine Freunde und ein herzliches Willkommen. Ich bin das Onkel Bogi und wir sind zurück in Evendust. Genau, dieses Mal wieder mit Zombies wie beim letzten Mal, zum Glück. Dann joinen wir mal rein. Was haben wir denn da für ein Safe Game? 6.3.21.24 sieht doch gut aus. Ich hoffe mal, dass wir in dem oberen Raum spawnen können. Ja, das tun wir, das ist schön. Hat wir die Zombies nicht getötet? So, wir hatten das Buch... Du kannst es nicht benutzen, Mensch versus Wildnis. Wieso können wir diese Bücher nicht benutzen eigentlich? Das verbessert doch unsere Fähigkeiten. Aber warum können wir das nicht machen? Das ist doch schade, warum können wir das nicht? Mensch gegen Wildnis? Wir hatten doch noch ein zweites Buch mit dem schneller Rennen. Oder war das das? Wir hatten doch noch eins, was uns schneller macht, oder? Nein, nicht die Pistole ziehen. Du sollst einfach das Buch angucken. Zeitschrift zum Thema Wandern, beschleunigt. Ach, das ist das Buch, okay. Ja, ja, okay. Ja, 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 ja. Rein in die Kiste mit dem Buch. Den Kram kann keiner lesen. So, wir waren hier oben. Wir könnten aber mal das Pistölchen nachladen, weil es so schön ist und wir gegen die Zombies besser kämpfen, wenn wir bewaffnet sind. Jetzt, ja, da war doch was gewesen. Und zwar hatten wir doch den Hinweis... Den Hinweis, nee, nicht die Karte. Lagerkiste, Korridor, Zimmer, Garten, Spieler, okay. Wir hatten. Ah, Steves Tagebuch 1 fehlt uns, aber da hatte doch was drin gestanden mit dem neuen Mitarbeiter. Riley, blablabla, Steve, genau. Wir hatten uns aufgeschrieben gehabt, ich habe hier noch so ein paar Notizen. Steve ist ein Teamleiter. Weil er wurde ja befördert, stand glaube ich in dem zweiten Schriftstück drin und er ist männlich. Also das heißt, erste Buchstabe, also SLM müsste das sein. Jo. So, dann machen wir das, versuchen wir das mal. Mal gucken, wenn ich noch eine Zahl von ihm brauchen. SLM. Meh. Als Alternative hatte ich mir SEM aufgeschrieben, wenn er Mitarbeiter ist. Aber der war doch Teamleiter, oder? Also SEM. M, ja. Ah, cool. Steve, jetzt sind wir drin. Jetzt können wir mal seine Mails lesen. Wir haben aber noch diesen Zugang von der Iris. Iris, also I, dann Managerin E oder L für Mitarbeiter und F für Frau. Also sprich, wer können da IEF oder ILF? Gucken wir mal nach. Ausloggen geht nicht. Verlassen. Jetzt sind wir automatisch eingeloggt die ganze Zeit. Neu. Wir schreiben mal eine neue E-Mail. Keine Netzwerkverbindung. Netzwerkadministrator, wo ist die IT, wenn man sie braucht? Alte E-Mail. Okay, wir haben wieder was zum Lesen. Steves alte E-Mails. Hallo Steve, entschuldige, es ist leider noch nicht der richtige Zeitpunkt, um dir meinen richtigen Namen mitzuteilen. Boah, das ist so eine firmeninterne Anmache, wo keiner wissen darf, wer da wem schreibt oder so. Aber in Bezug auf den Virus kann ich dir weitere Informationen zur Verfügung stellen. Okay, als her damit, erzähl. Ups. Der Europavirus, auch Coronavirus genannt, wurde nicht einfach aus der Luft gegriffen. Das ursprüngliche Virus stammte von einem primitiven Stamm, den Torku, in Neuguinea. Sie nannten es Himmelstaub, als sie es in den Blutproben dieser Stammesvölker fanden. Sie entdeckten, dass sich die Zellen, die mit diesem Virus infiziert sind, sich für immer teilen können, um den Menschen bei der schnellen Regeneration zu unterstützen. Das klingt doch schon mal gut. Das war so ein bisschen Resident Evil mäßig, oder? Na, wo war ich stehen geblieben? Himmelstaub, Virus infizieren, Völker entdecken, dass die Zellen, wer könnte infiziert sind, sich für immer teilen können, um den Menschen bei der schnellen Regeneration zu unterstützen. Aber der Wirt wird extrem grausam. Nach einer Reihe von Zwischenfällen brachten sie schließlich Heavendust nach Amerika und die Untersuchung wurde vollständig von der Firma Stardust durchgeführt. Ja, lustige Namensspielchen, oder? Mal gucken, wie geht's weiter. Die neuen Forscher benannten. Neuen Forscher. Also vom Scrollen ein bisschen blöd gemacht, weil er immer springt dann direkt runter. Neuen Forscher, wo steht's dann? Zwischenfälle brachten schließlich Heavendust nach Amerika und untersuchen neue Forscher benannten. Das mutierte Virus in Europa um. Ja, hat noch ganz klar. Wir Europäer, wir sind natürlich dran schuld. Das ist ja klar gewesen, ja. Die haben aber nichts weiter als blutrünstige, verfaulende Monster geschaffen. Deshalb möchte ich, dass du die Informationen sammelst und diesen
diese Teufel bloßstellst. Das werden wir tun. In Bezug auf deine Fragen und deine Beschreibung zu den Bedeutungen dieser vier Masken ist es auch wahr, dass es sich um Torku-Masken handelt. Da ich jedoch zu lange nicht in Neuguinea war, muss ich erst einige Nachforschungen anstellen, die ich in meiner nächsten E-Mail beifügen werde. Wo ist die nächste Mail? PS, Heaven Dust, vertrau mir, es wird nur die Hölle auf Erden bringen, Iris. Ja, das stimmt, man sieht es an den Zombies. Öffne das Tor. Das werden wir auch gleich machen mit dem Tor öffnen. Aber ich will gerade mal schauen. Hier unten waren wir. Das ist wahrscheinlich dann, das haben wir ja gelesen, ja? Und es geht auch schon auf. Was ist das hier? Ich will da jetzt gerade nicht näher ran. Automatisch Bewässerungssystem. Ah, okay. Rohrverbindungsfehler. Wir müssen jetzt irgendwo ein Rohr reparieren, ne? Analyse von Virusproben. Ja. Und weiter. Können wir da eine Probe reinstecken, aber wir haben ja nichts. Also wir könnten jetzt hier reingehen. Aber wir können auch ein Tor öffnen. Ich speichere gerade mal. Ich speichere mal, weil das ist hier mit dieser Laserschranke und diese Schiene da unten drunter. Das ist wirklich so ein bisschen Resident Evil mäßig. Nehmen wir mal das Safe Games älteste 2.3. Das brauchen wir auch nicht mehr. Wir gucken mal, ob da hinten drin eine Tür zu ist. Oh. Virus-Scanner-Raum. Ach, das ist nur ein Scanner. Okay. Virus erkannt. Sie haben keinen Zutritt. Wieso? Was heißt denn Virus erkannt? Ich habe doch gar kein Virus. Der da drin. Mein Mauscursor ist nicht an. Das können wir gerade mal in Ordnung bringen. Das machen wir gerade mal. Lalalalalalalala. Mauszeiger anzeigen. Okay, und ab rein ins Spiel wieder. So, da sind wir wieder. Jetzt haben wir nämlich auch einen Mauscursor. Das seht ihr auch mal, wenn ich was anklicke. Der daneben, der hat den Virus. Den mache ich kalt. Warte. Eben hat irgendwas blau geleuchtet hier. Ach, das war meine Birne. So, dann würde ich sagen, öffnen wir mal zwangsweise das Tor. Das dürfte dann ja dieses hier sein. Weil das Tor ist verschlossen. Und hier hatten wir das letzte Mal. Bitte wenden Sie die Karte des Sicherheitsdienstes. Okay, mal schauen, ob wir das überhaupt eröffnen können. Öffne das Tor! Ah, sehr schön. Wir hatten ja noch überlegt, wie kommen wir denn da runter? Nichts wie hin. Haben wir hier den richtigen Weg eingeschlagen? Nee. Haben wir irgendeinen Raum hier vergessen? Wir waren ja schon in den Räumen hier drin. Da hatten wir... Okay, von der anderen Seite verschlossen. Okay. War nicht das jetzt... Ist hier noch Gas an oder so? Ah, okay, das war daneben. Das hatten wir ja den Code gelesen. Aber da kommen wir jetzt trotzdem noch nicht rein. Okay. Ich würde mal gerne schauen... Mensch, was ist Wildnis, was ist mit diesem Schießpulver? Wir haben drei... Wollen wir mal versuchen, mal einfach Schießpulver kaufen? So, wenn wir jetzt da reingehen... Ausverkauft. Ah, okay, es gab nur einmal Schießpulver. Dann gehen wir doch gerade mal hier unten an... Wieso ist denn hier zu? Achso, okay, ja, ja, klar. Da gehen wir gleich rein. Aber wir gehen erstmal das Schießpulver ablegen. Beziehungsweise wir können mal Schießpulver mit Patronen kombinieren. Würde ich gerne mal ausprobieren. Patronenhülsen, so. Gehen wir mal hier hin und sagen im Inventar, dass wir die mal miteinander kombinieren. Kombiniere. Ah, cool. Es hat auf jeden Fall schon... Das sind Patronen ohne Patronen. Das sind einfach nur Hülsen mit Schwarzpulver drin und dann ist die Sache wieder gut. Ja, ist doch schön. Jetzt haben wir zumindest... Ja, wir hätten jetzt natürlich was... Wir kommen ja nachher nochmal hoch. Das Problem ist jetzt, wir haben... Vielleicht sind wir auch infiziert, weil wir auch verletzt sind. Das hat ja ein Zombie gebissen gehabt. Ja, was ich sagen wollte, wir haben ja noch die Möglichkeit, oben an den anderen Automaten zu gehen und vielleicht kriegen wir da dann was raus. Aber erstmal schauen, was ist denn hier los jetzt? So, wie war nochmal Knarre ziehen? Ist ja ein Zombie gewesen eigentlich? Da war doch auch irgendwas in dem Raum, oder? Wobei, der, eigentlich ist der Raum... Nicht, da passiert nichts. Ah, vier Säulen, da kommen bestimmt die Masken rein. Weil hier oben so Schriftzeichen sind. Hey, lass gut sein. Wo bist du? Komm her. Bam, in die Birne. Nochmal eine. Bam, finale Schuss. Und hast bestimmt ein Münzchen wieder einstecken. Ja. Eine Wertmarke. Aber erstmal holen wir uns hier das ganze Gelärsch. Patronenhülsen.
Das ist wirklich immer nur zwei, drei Hülsen, ja, das ist echt wenig. Oh, da geht's lang. Ich will erstmal so testen, wo man rein kann und so. Wir schauen mal hier alles so ein bisschen ab. Jo, alles gut und schön. Hier ist nichts. Hier liegen wieder Hülsen. Oh, cool. Das sind die Figuren. Die müssen da bestimmt rein in diese Sockel. Mal so eine grüne Pflanze mal essen, damit wir mal wieder volle Heilung haben. Oh, jetzt hat sich irgendwas hier außen geändert. Und jetzt sind wir wieder grün. Wäre interessant auch zu wissen, ob wir jetzt immer noch infiziert sind. Das ist auch offen. Das ist ja alles offen hier. Das ist schlecht. Grundsätzlich weiß ich, es ist gut, dass es offen ist. Aber ich habe natürlich dann ein bisschen die Befürchtung. Was ist hier? Ist da Geheimnisvolles? Weißt du es, Zombie? Feuerzeug. Okay. Müssen wir irgendwas abfackeln. Eine Stammesgötze. Aber den... Ah. Das ist ein Zeichen, das man das auf der Säule sieht. Ein Stammesgötze, ja. Und? Mitnehmen? Geht nicht. Ah, die geht. Das ist eine Wachsfigur. Was soll das denn, bitteschön? Boah, da kann man wieder auch nehmen, oder? Also die macht auf und zu. Ist halt die Frage. Sollen wir erstmal hier unten in den Garten gehen? Ich hoffe mal, dass der Garten nur so klein ist. Dass es nicht hier wieder weitergeht, weil... Ich laufe extra den Rand ab, weil... Was ist das hier? Da liegt doch irgendwas. Auf der Seite hier? Okay, hier können wir auf jeden Fall wieder unser Rad dran stecken. Also hier brauchen wir unser Rad. Dann wird wahrscheinlich hier irgendwie ein Weg hochgehen oder so. Was ist das? Der Brunnen der Zeit. Okay. So. Ist der Brunnen der Zeit? Oh, wo? Ach, daneben. Nur mal aufpassen, nicht, dass hier unten auch noch einer ist. Dankeschön. Das können wir aber nicht auf Dauer so machen. Das wird alles sehr schwierig werden. Jetzt haben wir noch 5 Schuss drin. Okay, das Tor ist eh zu, oder? Ja. So, ist die Frage. Können wir am Brunnen der Zeit etwas machen? Sind das hier irgendwelche Drucktasten? Nee, da kann man nichts machen. Okay. Also wir holen uns auf jeden Fall schon mal unser Schraubrad. Das brauchen wir ja sowieso. Dann ist hier das Rad wieder... Ja genau, Vierkantlager. Ist ja klar. Genauso wie wir vielleicht mal wieder auch bei Gelegenheit die Batterie mitnehmen sollten. Aber wir haben im Inventar noch 2 Plätze frei. Was in... Das ist die Hülsen, weil ich hier geschossen habe? Es kann sein, oder? Bleiben die da liegen? Bringt uns natürlich nur nichts, wenn wir die ganzen Hülsen haben, aber kein Schwarzpulver. So. Gucken wir erstmal hier nach. Bist du wach, wenn ich vorbeigehe? Oh, na klasse. Und jetzt muss ich auch gleich mal nachladen. So, kommt her hier. 2 Schuss, 3, 4. So, angeschossen. Nachladen. Ja. Ist auch mal gut, Jungs. War da nicht sogar noch ein dritter? Boah, ist das gut? Puh. Okay, hier ist ein Auto. Eine Wertmarke. Hier können wir bestimmt Schwarzpulver kaufen. Ich hoffe mal. Oh cool, 2-mal. Und Waffe und Munition. Aber wir können diese Bücher ja nie verwenden. Das Blöde ist, wir haben 5 Münzen. Das wäre dieses Buch oder Schießpulver, aber wir brauchen... Ja, ohne Mist, ich kaufe das Schießpulver. Ja, tut mir leid, ich kaufe das alles weg. Weil ich habe ungerne... Bin ich dann unterwegs und habe dann keine Waffe oder so. Was ist hier los? Verschlossen, okay. Ja, auch halt was. Verschlossen. Eine Schildvormarkierung ist eingraviert. Okay. Okay, das ist jetzt einfach nur ein Zimmer. Neben dran ist wieder ein Büro. Ach, ist wieder eine Speicherkiste hier. Ah, cool. Das gefällt mir aber. Das Feuerzeug lassen wir mal einstecken, weil wer weiß, wofür das ist. Wir können jetzt aber auch direkt mal Patronen noch weitere herstellen.
21, ja, machen wir uns 21 Schuss. Kombiniere mit dem da. Okay, 21 Schuss, das ist aber trotzdem noch wenig, ohne Mist. Da draußen liegen zwar wieder welche. Ja, die Pflanze. Die gehen davon aus, dass wir voll die Heilung brauchen. Aber wir sind Superhelden, wir brauchen keine Heilung. Was liegt da? Eine Kloschüssel, kann ich ein Stück Kacke rausholen. Schmerzmittel, möchtest du es aufheben? Nein, wir lassen es liegen, natürlich. Was ist das? Bitte zu dem Ausweis der Security. Ich glaube, wir müssen halt echt noch an diese Ausweise rankommen. So, zack, weg. Auch das weg. Dann haben wir hier oben noch unser Ventil. Genau. So. Dann gucken wir hier nebendran noch in den Raum rein, insofern er offen ist. Von innen verschlossen. Von innen. Ja, gut. Vielleicht müssen wir da durch den Hof dann hinten rum oder so. Was haben wir denn noch so? Da oben waren wir auch noch nicht. Aufenthaltsraum. Hält sich doch jemand auf drin? Oh, was ist das? Kann man die Bilder anschauen? Ein leerer Kamin. Kein Brennstoff vorhanden. Ja, aber ich glaube, wenn wir den anzünden... ...das Feuerzeug nicht benutzen. Muss doch irgendwas reingelegt werden wahrscheinlich noch, oder? Okay. Ja... Kann man irgendwas am Billardtisch machen? Eine Runde Billard spielen? Klack, klack. Komm, nimm mit. Rotes Heilkräutlein. Wir müssen trotzdem erstmal wieder unser Inventar leer machen, glaube ich. Was ist denn hier? Kommen wir auch nicht rein, ne? Ah, hier ist auch was verschlossen. Ein Halbschildmorform. Ja. Also ab an die Kiste. Was ist das, bitteschön? Seht ihr das da oben? Da ist gerade ein Zombie rausgekommen. Ich habe nichts gemacht. Komm her, mit mir nicht, mein Freund. Armtreffer, Brusttreffer, Bauchtreffer und tot. Hat er wenigstens was, wenn er schon da nimmt? Kann ich mich jetzt hier auch verstecken drin? Hallo, ich bin der Mann aus dem Schrank. 3 Schuss wieder nur drin. Boah. Wir haben immer weniger Munition. Das wird immer schlechter für uns. So, jetzt ab in den Garten. In den Garten runter oder beziehungsweise könnt ihr mal schauen, was es hier noch so gibt. Jetzt habt ihr... Boah, gleich 2, das sind ja wieder 10 Schuss, die da wechseln oder so. Boah, der ist schneller. Warum ist er so schnell? Jetzt sterb. Oh oh. Können wir auch dann da durchkrabbeln? Wahnsinn, es sind viele Zombies. Wie sollen wir das dann schaffen? Oder ist es gar nicht Sinn und Zweck, dass man die alle tötet? Vielleicht soll man die auch weglocken oder so. Mir wäre es ja recht, wenn ich mal ein Magazin finden würde. Naja, klar, geht er auch auf hier. Okay. Oh cool, hat er eine Wertmarke. Ich dachte, der hat vielleicht mal so eine Mitarbeitermarke. Oh Mann. Scheiße. Also nachladen. Ne. Beim Blöde, ich sehe den Zombie nicht. Ja, ja, es ist gut. Bleib mal weg, bitte. Nein, nein! Ah, stirb! Sieht ja echt ekelhaft aus, oder? Mit ihren weißen Augen. Ja, vor allem, wir haben jetzt nur noch 1 Schuss. Im Boden versunken. Wie sollen wir das denn jetzt schaffen? Sollen wir jetzt wirklich die ganze Zeit den Zombies ausweichen, oder was? Kann man schon wegschieben, oder? Schießpulver ist ausverkauft. Was macht denn das Waffen und Munition? Eine Zeitschrift zum Thema Waffen erhöht die kritische Trefferchance auch in der Lagerkiste wirksam. Ja, irgendwie funktioniert es doch die ganze Zeit nicht mit den Büchern. Wo waren wir hier schon? Waren wir hier? Wollen wir erstmal... Was ist verschlossen? Ich muss es von der anderen Seite aus öffnen. Boah. Ich glaube, wir müssen trotzdem nochmal zurück an diesen anderen Automaten und müssen 15 Schwarzpulver holen.
Also wir müssen... Ne, wir müssen hier unten lang. Hier lang, genau. Und können erstmal im Hof das Rad drehen. Ich hoffe mal nicht, dass es Zombies anlockt. Wir haben echt ein Problem, wenn wir keinen Schwarzpulver mehr kriegen. Ja, komm. Okay. Oh. Was ist denn das jetzt? Hier geht's auch hoch, aber wir holen uns erstmal die Sachen. Hoffentlich sind es Patronen. Ja, ein Magazin. 30 Schuss, sehr gut. Rotes Kraut. Das Kraut, das sich was traut. Dum-di-dum-di-dum. Das heißt, wenn es immer hier leuchtet auf dem Boden und nichts ist, das sind bestimmt Patronen. Ups, Hilfe. So, 6. 3, 6, 9, 12. Ja. Eine Nummer ist darauf eingraviert. Ja, das sehe ich. Aber ich kann ja nichts an den Nummern machen. Kann ich ein Feuerzeug? Sechs, neun, zwölf. Der Brunnen der Zeit. Der Brunnen ist quasi eine Uhrzeit. Also Brunnen der Zeit ist 12 Uhr, aber was bringt das? Sollen wir das Rad jetzt wieder mitnehmen? Inventar ist voll. Ja gut, okay. Achso, wir sind aber verletzt auch, oder? Ja, dann essen wir gerade mal wieder das grüne Pflänzlein. Geheilt und können auch wieder das Rad mitnehmen. Jetzt halt die Frage. Ach cool, es bleibt wenigstens offen. Ja, wenigstens das. Aber hier würde ich mal gern wissen, das Tor ist verschlossen. Rennen, Forest. Kann erstmal die Knarre nachladen. Oh, schön, dass wir wieder Patronenhülsen haben. Das ist gut, dass die andauernd hier liegen. Aber ich würde halt mal gern Schwarzpulver finden. Ich weiß, ich gehe wieder zurück gerade, aber absichtlich. Weil ich will oben nochmal gucken, ob da Schwarzpulver drin war. Da rennen wir einfach mal gerade hoch den Gang. War ja hier lang. Nach oben. Und dann durch diesen Gang rein. Ja. Hier, oder? Geradeaus durch. Oh, schön. Hab ja gesagt, gut, dass wir nochmal zurückgekommen sind. War abgeschlossen von innen. Und es gab hier noch einen Automaten. Ach, da genau, da ist der. So, wir testen jetzt auch bei dem Virenscanner, wenn wir keinen Virus gerade haben. So. Das ist war das Rohrsystem, das irgendwie kaputt ist. So, jetzt haben wir ja kein Virus, oder? Virus erkannt. Okay. Also, ist ja egal. Ja, hier oben waren wir überall drin. Haben wir irgendwas vergessen hier oben? Das ist der Raum. Automat wollte ich nehmen. Ah, cool. Drei Erste Hilfe. Ich will jetzt natürlich nicht... Ja, komm, egal. Ich weiß nicht, ob es besser ist, vielleicht einfach ein paar Zombies zu umgehen auch oder so. Aber jetzt haben wir richtig viel Schießpulver. 45 und jetzt stellen wir uns mal richtig ordentlich Munition her. Kombinieren. Haben wir 42 Schuss plus die 16 in der Knarre. Das ist auf jeden Fall schon wieder ein paar tote Zombies. So, waren wir eben hier drin eigentlich? Dafür haben wir den Ausweis gebraucht, gell? Ja, dann machen wir uns mal wieder nach unten. Das ist falsch hier. Nein, das gibt's doch nicht. Ja, geh weg. Wie viel Schaden hat denn das jetzt gemacht? Ich dachte, wäre jetzt tot oder so. Ach, Kacke. Mann, 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 Mann. So, dann ab in unsere Bude nochmal das Zeug ablegen. Weil wir könnten eigentlich das Schwarzpulver sowas einstecken lassen, aber dann haben wir so wenig Platz im Inventar. So, komm, Schwarzpulver weg. Patronenhülsen lasse ich mal einstecken, weil wir die auch andauernd finden. So. Also, lass uns mal überlegen. Unten im Garten. Mit dem Brunnen der Zeit können wir erstmal nichts machen. Da war ansonsten ja keine abzweigende Tür mehr, oder? Hier neben.
Hier ging es nur raus. Ja, genau. Okay, ist halt nur die Frage. Ja, probieren wir mal was aus. Wenn wir die nehmen und es hier zu ist, ob der Brunnen der Zeit irgendwas anderes macht. Naja, Nummer ist eingraviert. Wieso klingen meine Schritte jetzt so anders? Die Frage ist natürlich, ob wir mit der Wachsfigur jetzt an einer anderen Stelle was machen können. Hier so zum Beispiel. Na, hier am Brunnen. Du kannst den nicht benutzen. Schade. Gut, das ist einfach nur... Aber irgendwas muss man doch bestimmt im Garten mit dieser Wachsfigur noch machen. Und hier in diesen Säulen muss man auch was machen, oder? Wir haben es auch noch nicht angeschaut. Es zeigt nur ein Wort. Tod. Da ist eine Vertiefung. Ja, genau. Sieht aus, als könntest du etwas dort einsetzen. Das ist halt die Frage, ob diese Figuren auch da irgendwie reingehen. Aber wir können die ja nicht mit rübernehmen. Da geht die Tür ja zu. Also. Wo sollen wir jetzt mal lang gehen? Wir gucken jetzt mal. Hier ist rechts und links ist nichts. Hier kommen wir bestimmt nicht rein. Verschlossen. So, ja, aber wir gucken erstmal, ob hier oben noch irgendwas ist. Ich würde ja auch gerne das Buch mit so kritischen Treffern und sowas lernen. Wir brauchen die bestimmt weniger Treffer, bis sie tot sind. Was ist der nächste Zombie da hinten? Was ist eben noch einer? Mir zu viele Zombies, ehrlich gesagt. Errungenschaft. Verdammter Mörder. Ich bin unschuldig. Tut mir leid. Zombies haben Schuld. Die Zombies haben angefangen. Komm her, du. Bam. Du hast angefangen, Zombie. Ich muss dich leider töten, auch wenn du Wissenschaftler bist und hier in dieser Firma arbeitest. Auch eine Wertmarke. Die haben zu wenig Wertmarken gehabt, die Mitarbeiter. Die haben quasi... Die aus hier wie so Two-Face oder so. Eine Gesichtshälfte, irgendwie was anderes. Ja, die können wir auch nehmen und die grüne futtern wir direkt mal wieder, weil wir sind ja wieder ein bisschen verletzt. Oh, Patronenhülsen, schön. Die Bilder. Da hinten das schräg hängende Bild, das hat bestimmt auch was zu bedeuten. Und da kommt bestimmt auch wieder gleich ein Zombie raus oder so. Okay, das sagt uns erstmal nichts, weil wir nicht wissen. Ich hab's doch gewusst. Beim einen Zombie raus ist gelogen. Nachladen. Lad nach. Er hat so Gefängnisklamotten an, oder? So Sträflingskleider. Jetzt sterb endlich. Aber die Folge ist zu lang. Wir brauchen einen Punkt, wo wir safen können. Aber die Frage ist, was ist hier unten noch? Ist der Gang, wo wir schon waren? Okay, das da, diese Räume waren wir noch nicht drin. Aber wir gehen mal speichern, gerade hier unten. Wir speichern. Quatsch. Ja. Nicht, dass noch ein zweiter Zombie da aus dem Schrank rauskommt. Der Quatsch, warum laufen wir eigentlich hin zum Speichern? Brauchen wir doch gar nicht. Speichern. So, 21.11 Uhr. Nehmen wir die Folge. So, und dann würde ich sagen, da verabschiede ich mich auch schon. Hat wieder Spaß gemacht. Wir sind ganz schön weit gekommen und es sind sehr viele Türen vor uns, die wir in der nächsten Folge, in Folge 5, dann öffnen müssen. Und ich bin wirklich gespannt, was uns da so in diesen Räumen erwartet. Von daher, vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Onkel Bogi. Macht's gut. Ciao.